Rafael Nadal und Novak Djokovic standen sich schon dreimal im Finale der French Open gegenüber. Nun treffen sie einander bereits in der zweiten Runde der Olympischen Spiele. Der legendäre US-amerikanische Basketballspieler LeBron James kehrt nach 12 Jahren zu den Olympischen Spielen zurück. Im Eröffnungsspiel half er dem US-Team Serbien mit 34 Punkten zu schlagen. Frankreich sammelte weitere Goldmedaillen. Pauline Ferrand-Prévot gewann das Mountainbike-Rennen in Paris. Nach Überquerung der Ziellinie brach sie in Freudentränen aus. Der Weltrekordhalter Léon Machard setzte sich über 400 Meter Lagen mit großem Vorsprung vor dem Japaner Tomoyuki Machida durch. Doch auch die Japaner feierten große Siege. Nun haben sie zwei Goldmedaillen im Judo, eine im Frauenskateboarden und eine im Degenfechten der Frauen. Die japanische Olympiasiegerin im Skateboarden, Kyoko Yoshizawa, ist nur 14 Jahre alt. Unterdessen bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität der Seine. Die Triathlon-Wettkämpfe am Dienstag könnten verschoben werden. Doch die Veranstalter bleiben optimistisch.